Ob in Schottland oder Wales. Wellen auf einem See sind so unwahrscheinlich wie eine Begegnung mit dem Ungeheuer von Loch Ness. Zumindest bis zum August 2015, als das walisische 500-Seelendorf Dolgarrog plötzlich zum angesagtesten Surfspot der Welt avanciert. Die VIP-Wellen locken auch Google-Gründer Larry Page und GoPro-Erfinder Nick Woodman an. Jede Minute rollt eine bis zu 2 Meter hohe Welle durch ein 300 Meter langes Wasserbecken und garantiert Körnern einen 20-sekündigen Ritt. Doppelt so lange wie im Meer. Das revolutionäre Surfpark-Konzept des Nordspaniers Josema Odriozola könnte in der Welt des Wassersports hohe Wellen schlagen. Ins Museum von San Sebastian hat es seine Erfindung bereits geschafft. Es ist ein bisschen wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Eine Welle entsteht aus dem optimalen Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, an denen sämtliche Bedingungen dafür zusammenkommen. Und das auch nicht jeden Tag. Für einen Surfer ist eine gute Welle daher etwas sehr Wertvolles. Über 15 Jahre tüftelt Josema an seinem Wavegarden-Konzept. Der 46-jährige Ingenieur und ehemalige Longboard-Champion designt eigentlich Skateparks, erfüllt sich jedoch mit seinem Wellengarten einen Traum. In seiner Heimat San Sebastian, der Stadt, in der das Surfbrett die Aktentasche ersetzt, hat er als Junge den Albtraum jedes Surfers erlebt: Schlange schwimmen für die nächste Welle. In diesem Teil des Baskenlands gehört das Surfen wie der Aperitif zum Leben. Am Stadtstrand La Suriola, mit einer sehr hohen Surferdichte pro Quadratmeter, türmen sich die Wellen direkt vor der Haustür auf. Früher war hier ein Schlachthof. Und an manchen Tagen floss das Blut bis hinunter zum Strand. Als ich mit dem Surfen anfing, konnte es passieren, dass man über einen Rinderschädel stolperte. Es herrschte das Gesetz des Dschungels, das Gesetz des Stärkeren. Als Kind hat dir keiner geholfen oder Platz für dich gemacht. Du musstest alleine klarkommen. Deswegen ist es mir wichtig, dass im Wavegarden alle auf derselben Welle surfen. The artificial reef will be the size of a football pitch and placed on Boscombe seabed. Sand is pumped from the beach down a pipe to fill the bags one at a time. 2008 installiert der englische Hafen Boscombe ein unterseeisches System aus mit Sand gefüllten Säcken, das für mehr Wellengang sorgen soll. 2 Jahre und 4 Millionen Euro später wird der künstliche Surfspot geschlossen. Er ist zu gefährlich. Schon sehr viel früher versuchen die Australier Ähnliches mit ihrer Superbank. Das Problem, der Spot bleibt unberechenbar. In Wembley experimentiert man seit 1934 mit Wellenmaschinen in Schwimmbecken. Nicht gerade erfolgreich. Die künstlichen Wasserberge sind nur 50 cm hoch. Alle Versuche scheitern auch an den exorbitanten Energiekosten. Showtime at Ocean Dome, here we go! 2007 gerät auch der Ocean Dome im japanischen Miyazaki in Strudeln und geht schließlich unter. Das Problem? Die in den 90er Jahren für Aquaparks erfundene Flowrider-Technik ist unwirtschaftlich, da immer nur ein Surfer auf der schnellen Welle reiten kann. Oh, bist du bald fertig? Im 21. Jahrhundert entsteht ein Surfpark nach dem anderen. Doch die Kosten der Anlagen sind erdrückend. Eine der bekanntesten ist die des mehrfachen Surfweltmeisters Kelly Slater. Ein ovales Becken mit einer Endloswelle. Die wohl weltweit preiswerteste Wellenmaschine steht im Westen von Java. Im kleinen Maßstab ist die Sache relativ einfach, wenn wir Modelle bauen und Tests durchführen.
Da sind die Investitions- und Energiekosten überschaubar. Das Ganze im großen Maßstab umzusetzen, ist leider sehr viel komplizierter, teurer und riskanter. Von den verschiedenen Techniken haben sich bisher nur wenige bewährt. Viele Jahre hat Josema das Geheimnis seiner Kunstwelle für sich behalten. Jetzt erlaubt er Tracks exklusiv in seiner Versuchsanlage in der Nähe von San Sebastian zu filmen. Ein Freund hat ihm dieses Gelände überlassen, um seinen Prototyp zu testen. Unter dem Steg generiert eine Art Unterwasserpflug die perfekte Welle. In 90 Sekunden fährt die Maschine einmal hin und her und erzeugt dabei mit wenig Energieaufwand eine Brandungswelle. Mit 1200 Wellen am Tag ist das wahrlich ein Surferparadies. Das hier vor uns ist der endgültige Prototyp. Anfangs haben wir den Pflug mit einem Motorrad angetrieben, dann mit einem Geländewagen, einem Traktor und schließlich mit einem LKW auf einer eigens gebauten Piste. Damals gelang es uns, für ein oder zwei Sekunden eine Welle zu erzeugen. Aber dann war der Spaß vorbei. Im Wave Garden sind 18 Ingenieure beschäftigt, die allesamt surfen und nach 10 Jahren endlich ihre größte Welle bezwingen. Javier ist einer der ersten Mitstreiter von Josema, der damals noch in seiner Garage experimentiert. Heute arbeitet das Team mit einer leicht zweckentfremdeten Software aus der Luftfahrt. Als wir den Flugzeugingenieuren unser Problem schilderten, sagten sie: Okay, ihr wollt also einen Flügel bauen, der sehr wenig Energie verbraucht, aber nach vorn extrem starke Turbulenzen generiert. Und was habt ihr damit vor? So wichtig wie das Erzeugen war die Frage: Wie können wir die Welle, nachdem sie einmal ausgelöst ist, auslaufen lassen? Sprich, wie können wir, ohne lange warten zu müssen, die nächste starten, so nach anderthalb Minuten? Damit möglichst viele Menschen gleichzeitig surfen können, brauchen wir alle halbe Stunde 15 oder 20 Wellen. Die perfekte Anzahl. Nach dem Erfolg von Wales bestellt auch die Stadt Austin in Texas für 2016 ihren Wellengarten mit garantierten 36 Sekunden Dauersurfen. Melbourne und Madrid sind ebenfalls bereit, sich in die Wogen zu stürzen. Bei geschätzten Baukosten von 2 bis 5 Millionen je Anlage soll Nachtsurfen die Parks künftig rentabler machen. Damit die Surfwelt auf die Baskenwelle aufspringt, lädt Josema regelmäßig bekannte Persönlichkeiten zu Testrides in seinen Freiluft-Showroom ein. Das ist wie in einem Vergnügungspark, echt hart. Sie laufen in beide Richtungen. Das heißt, man muss jede Minute die nächste Welle surfen. Eine Flaute wäre schön, denn nach 4 Wellen bist du platt. Halte den Kopf und die Arme so, dann kannst du schneller wenden. Baust du das in deinem Garten? Wir fragen Frankreich und die Schweiz, ob wir irgendwo ein Gelände dafür kriegen. Gute Idee. Der Vorteil ist, dass wir hier eine Art Stadionsituation kreieren können. Mit viel Publikum. Außerdem fällt die Zufallskomponente weg. Die Wellen sind alle identisch. Bei der letzten Welle musst du noch mal alles geben. Ein Ausrufezeichen setzen. Zeig vollen Einsatz. Wenn er die rechte nimmt, nehme ich die andere. Gut. Okay? Ja. Dann los. Wir waren heute in Cap Breton. Da war es total voll. Mit dem Zufallsfaktor und dem Kampf um die Welle haben Kinder keine Chance. Hier wissen sie, wann ihre Welle kommt und können sich optimal vorbereiten. Mit dem Trainer die Details durchgehen. Deswegen kommen Kinder gerne hierher. Und sie lernen sehr schnell.
Das ist wie in der Turnhalle. Sehr gut, um deine Technik zu verbessern. Aber zum richtigen Surfen gehen wir raus aufs Meer.